Republikaner Club Potsdam, der Ruderclub der Olympiasieger, stellte heute in Potsdam sein Team für Rio vor. Genau. Wir haben jetzt die Vergangenheit des Kanu Club Potsdam gesehen. Wir haben diese vielen beeindruckenden Bilder gesehen, die vielen Rennen, die uns jedes Mal wieder Gänsehaut bringen. Aber das soll natürlich weitergehen, das ganze Thema. Wir wollen jetzt nicht aufhören. Wir wollen weiter den Kanu Club als einen der erfolgreichsten Kanu Clubs der Welt beweisen, dass wir es können. Genau aus diesem Grund, die nächsten Olympischen Spiele stehen schon vor der Tür, Juni 2016. Und wir als Förderverein, als KfNP und Kanu Club Potsdam wollen hier an dieser Stelle ein Olympiateam, das Kanu Club Potsdam besitzen, für die Olympischen Spiele 2016 in Rio. Und dazu bitte ich unsere Sportler auf die Bühne. Franziska Weber, Conny Wasmu, Sebastian Brendel, Kurt Kuscheller, Stefan Kirei, Mario Bravo, Jochen Kaiser, Felix König, ja, wir sind voll hier auf der Bühne, Jan Wanderei, Marc Tokio, Anton Rigorius. Und heute leider nicht bei uns, aber wir trotzdem in der Team und zu natürlich Roland Rauer, der ist heute im Urlaub, und Roland Berg, der hat gerade eine Ausbildung in der Bundeswehr, aber heute nur. Frau Wagner-August, als hochdekorierte Sportlerin stehen Sie hier heute Abend, wenn das Team für Rio benannt wird. Ihr Name ist nicht mehr dabei. Wie fühlen Sie sich? Das kommt ja für mich nicht unvorbereitet. Ich habe mich ja letztes Jahr aus dem Kanu-Rennsport erstmal aus dem Wettkampfgeschehen zurückgezogen, um meine berufliche Karriere voranzutreiben. Und ich habe bis jetzt halt meinen Rücktritt noch nicht bekannt gegeben oder gesagt, dass ich möchte wieder mit dabei sein. Und
ich werde in nächster Zeit nochmal Gespräche führen mit dem Verband und meine Karriere ist noch nicht beendet, aber ich habe sie momentan erstmal auf Eis gelegt. Sie sind erneut ins Olympiateam berufen. Glauben Sie, dass der Erfolg von London wiederholbar ist? Wir glauben daran. Wir sind sehr bestrebt, für diesen Erfolg wieder zu erreichen und trainieren jeden Tag hart dafür. Ja. Und was soll ich noch sagen?